zurück hier bei Darksiders. Ja, wir sind hier stehen geblieben an dieser Stelle und verdammt, das lag. Warum lag das so? So, nun müssen wir wieder gehen. Einer der vier! Ja, aber wo sind seine Brüder? Wir werden nicht nachgeben. Nehmen wir hier dich. Dein Ende ist nah. Damn. So, komm her. Ja, wir müssen zum roten Kopf da unten auf der Map. Das ist der, ja, zeigt uns an, dass da ein Boss ist. Und da gehen wir jetzt auch mal hin. Da vorne ist er auch schon. Abaddon, was ist das? Wo sind meine Brüder? Das kann nicht sein. Das letzte Siegel. Mein Gott! Wie konnte das passieren? Der Siegel wurde nicht gebrochen! Abaddon! Was um Himmels Willen hast du getan? Ich bin dem Ruf gefolgt. Ja, und da ist auch schon unser erster Bossgegner nach der 50 kämpft. Unsere Aufgabe besteht, zwischen aufzuschweifen und auf uns gegen den Kopf zu schmeißen. Die er vorher uns gegen den Kopf schmeißen. Klingt so fair. So, bam. Wenn er soweit genug hat, können wir ihm mit dem Schwert angreifen für das ganze Spiel von vorne. Ja, jetzt sollte ich auch mal ausweichen. Na komm, wirf mir mal ein Auto her. Auto habe ich gesagt. Ja, wird's bald.
gleich auch probiert. Wunderbar. Na, verdammt. Jetzt sollte man da nicht umdrehen. So. Ja. Zack. Muss nur mal wieder an die Nase hauen. Und jetzt kommen wir mit dem Auto. Ja, ich glaube einmal noch. Komm, geht mir im Auto. So, der ist ein D-Final-Angriff. Na, ja, wie ist das hier? Ohne Auge. Beziehungsweise mit nur einem Auge. Das schmerzt, ne? Aber irgendwie sind wir gerade voll verletzt. Das Gesetz wurde gebrochen. Episch. Das Gesetz ist klar. Wenn das siebte Siegel gebrochen wird, reiten die vier Reiter los, um die Üble zu bestrafen. Seien sie nun Söhne der Menschen, Herren des Himmels oder Abschaum der Hölle. Über alle Bewohner der Erde wird gerichtet und der Pakt wird erneut geschmiedet. Du hast deine Aufgabe vergessen, Reiter. Du hast das Gesetz vergessen. Es wurde nicht gerufen. Und doch ist der Zerstörer losmarschiert und dort wurdest du gefunden. Unter seinem schwarzen Banner, wenn die Behauptungen stimmen. Zur Hölle mit euren Behauptungen. Die Siegel wurden gebrochen. Ich wurde gerufen. Wo sind dann die anderen Reiter? Wurden sie nicht ebenfalls gerufen? Die sieben Siegel sind verborgen, wie sie es schon immer waren, seit der Pakt vor Äonen geschmiedet wurde. Sie sind alle intakt. Es gab keinen Ruf. Du hast den Dunklen geholfen, hast ein heiliges Abkommen gebrochen, das die Menschheit ins Verderben stürzt. Du hast das Gleichgewicht gefährdet. Streitest du das ab? Als ich ritt, waren Himmel und Hölle bereits im Kriegszustand. Abaddon war dort. Er wusste etwas. Abaddon ist gefallen, als er das Chaos bekämpfte, das du entfesselt hast. Ich kämpfte, war aber machtlos gegen die Dämonen. Und doch beschuldigt ihr mich. Deine Niederlage beweist gar nichts. Wahrscheinlich hat der Zerstörer sich deiner entledigt, nachdem er mit dir fertig war. Du hast das Gesetz besudelt, Reiter. Du wirst bestraft. Ich diene nur dem Rat. Nur dem Gleichgewicht. Wie die Reiter es schon immer getan haben. Schickt mich zurück. Ich werde die Verantwortlichen bestrafen. Wie? Welche Hoffnung hast du gegen die Armeen des Zerstörers? Du bist machtlos. Dann werde ich scheitern. Und die Dämonen werden euer Urteil vollstrecken. Gut, du kehrst zur Erde zurück. Aber du wirst beobachtet. Tritt vor.
Vergiss das nicht, sonst werde ich deine Innereien beobachten. Genau, das ist der feurige Rat. Die Drache. Wir sind jetzt unseren Kräfte beraubt mit einem Beobachter. Ja, ausgerüstet, würde ich jetzt sagen. Und. Falscher Knopf und. Chaosfresser! Die wütende Klinge dürstet nach Vernichtung. Genau, das ist unser Schwert Chaosfresser. Und auch die hat ihre Wirkung ein bisschen verloren. Chaosfresser, kriegslegendäre Klinge. Sie wurde ebenfalls ihrer ursprünglichen Stärke und Macht beraubt. Klingengeisier, erforderlich. Dieser Angriff nutzt die Kraft des Chaosfressers und lässt um Krieg herum ein tödliches Feld aus Klingen entstehen. Dazu brauchen wir Zornenergie und was es damit auf sich hat, erzähle ich euch gleich. Die Seelen der Toten werden deine Währung sein. Einige Feinde lassen sich leichter kaufen als töten. Genau. Gehen wir mal hier hin. Seelen. Seelen manifestieren sich in drei Formen. Währung, Gesundheit, Zorn. Das heißt, die blauen links stehen für Währung, zum Sachen kaufen. Die grünen für Gesundheit, füllen unsere Lebensenergie auf. Und die gelben füllen unsere Zornenergie auf, wo wir dann die Attacken wie Klingengeisier und so verwenden können. Suche den Dämonen Vulgrim auf. Nur wenige können sich seine Dienste leisten, aber vielleicht kannst du mit ihm handeln. Der Rat gibt sich jetzt mit Dämonen ab, ist das so? Als der Pakt gebrochen wurde, verloren einige Dämonen die Gunst des Zerstörers. Vulgrim ist einer dieser Verstoßenen. Er möchte schon seit langem eine Audienz bei uns. Wie lange bin ich schon hier? Anscheinend haben wir unser Ziel ein klein wenig verfehlt. Nicht so schnell, Reiter! Bis das hier vorbei ist, bist du ein Hund an der Leine. Wenn ich sage, gib laut, dann bellst du. Wenn ich sage, sitz, dann solltest du dich damit beeilen. Und wenn ich dich treten muss, solltest du vorher deine Zähne rausnehmen. Verstanden? Oder soll ich dir beibringen, wie man sich totstellt? Und damit werde ich mich in diesem Fall verabschieden. Guter Junge. Bis zum nächsten Mal.